Hallo liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Runde. Wir haben unser Pferd, das gleich um die Ecke ist. Und wir müssen nun unserer Frau hier folgen. Gleichzeitig haben wir aber wieder Fertigkeiten bekommen, die wir natürlich einlösen werden. Das ist voll. Hier fehlt nur ein Stück, dann haben wir es. Oh. Mit dem Raubtierbogen, alles klar. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Hier haben wir 1, 2, 3, ne? Mit dem Mittelpunkt. Und ich gehe mal hier lang. Dann haben wir die 3 vielleicht, weiß nicht. 1, 2, 3 wahrscheinlich, ne? Und dann müssen wir halt noch eine rausgehen hier. Und dann auch hier noch abräumen. Und dann Schluss kommen die Dinger noch. Und das ist ja Rabenbeute und Co. Hast nicht gesehen, das ist einfach mal so viel hier, die wir abarbeiten können. Was ist das Ganze hier hinten eigentlich? Furchtloser Sprung. Ich hieß aktiv, hat der Sprungangriff einer höheren Wirkungskreis und kann aus beliebiger Höhe eingesetzt werden. Autsch. Tut irgendwie schon weh, ne? Ich kann das Ding nicht automatisch zuweisen. Das geht aktuell noch nicht, aber warum? Egal. Was genau passiert? Fertigkeit automatisch zuweisen wäre halt irgendwie schon cool, aber Stein stammt von einem alten Volk, einer Generation Gottheiten. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Verabscheut Edwin dich deshalb, weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Volke ist echt langsam hier, ne? Aber mir soll's egal sein. Wir schauen mal zu. Uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen. Den Selbstgeborenen. Den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Oh, wenn ihr Ende noch nicht geschrieben ist, dann haben wir ein Problem. Da ist der Autor wahrscheinlich verstorben, bevor das Ganze hier beendet werden konnte. Wir sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen. Glittern Hügel. Der glitternde Hügel. Oder der glitternde Hügel. Egal. Wir gehen auf jeden Fall voran hier. Mit schwerem Herzen. Und mit, ja, nicht mit Magie, aber mit Religion. So rum. Magie und Religion ist teilweise gar nicht mehr so weit entfernt. Aber wir haben hier Evingham und Rosen. Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englerlands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Geheimes Wissen klingt schon mal recht nice. Und schauen wir mal, wie das so abgeht. Kommunikation. Paul, bist du hier? Er plündert. Von oben bis unten. Bassem, halte draußen Wache. Warte mal kurz. Das ist Edwins Werk. Kein Zweifel. Ist der Stein im Innern? Ich bat Paul, ihn gut zu verstecken. Aber ich weiß nicht, es bewegt sich. Das muss es sein. Na gut.
Oh! Ist er das? Berliner Paul, mein bester Freund. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln, du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Geduld, Bruder. Wir finden den Stein, wo er auch ist. Ob wahr oder nicht, du wirst deine Antwort bekommen. Ich kenne die Antwort bereits, Eivor. Ich sah es in meinen Träumen. Ich weiß ganz genau... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldat, Edwin ist hier. Das ging ja schnell, dass wir ihn finden, ne? Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Eivor, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig? Wir akzeptieren. Gut. Tun wir nicht! Eivor! Nein! Macht sie nieder! Keiner darf überleben! Eivor! Naja. Gutes Kämpfen hier eine Runde. Das war unsere Gelegenheit! Shit. Okay, hier gibt's große Dinger. Wir kämpfen mal gegen die kleinen, fiesen, vernichtenden Kollegen. Denn die machen ja auch Mist, ne? Kennen wir ja irgendwo durch. Und ich frage mich gerade, wo gibt's hier Essen, Futter, wie auch immer. Hier gibt's kein Futter. Schade. So, aber der eine ist kopflos. So, und die kommt da schon hin, ne? Sauber! So, der nächste. Wir sollen nur noch zwei Krieger ausschalten, die anderen geben dann auf, oder wie? Da kommen mehr, super! Aha, hier gibt's noch mehr von den Kollegen. Ja. Oh nee. Solch große Kollegen sind mir echt ein bisschen scheiße hier. Wie jetzt? Ich und Eindringling? Oh. Nein. Shit, nochmal. Ich wollte schon da hinten irgendwo hinrennen und uns, ja, was holen. Aber, naja. Schade. Scheiße. Wird wohl nichts draus. Nun, dann sind wir also hier.
Können wir es überspringen? Mögest du eins werden. Du. Geduld, Bruder. Wir holen uns den Stein. Das haben wir alles gemacht. Haben wir schon geklärt, geplant. Haben wir leider auch schon durch. Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln. Halt ein, Evo, erst reden wir. So. Evo, bist du verrückt? So weit haben wir es geschafft. Das war unsere Gelegenheit. Kollege? Evo, das vergesse ich dir nicht. Ich frage mich nur gerade, wo es eventuell was zu futtern gibt. Aber gibt es ja genügend Kollegen, die wir umbringen können. Oh, hallo. Schön, schön. Du wirst bluten. Oh. Cool, dass das so runtergefallen ist. Na gut, dann machen wir hier so weiter, ne? Nein, weg da. Du bist vergiftet worden. Vergiss das nicht, ne, Kollege? Und weiter geht's. Ich glaube, diese Runde... Gut, kann ich nicht sagen, aber behaupten, dass es besser wird, aber... Ein zerbrochenes Schild. Shit. Ich hoffe, wir sind besser dran. Ich kann es nicht sagen, ne? Ah, weg, 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 weg. Wow, hallo? Wie komme ich jetzt zu zwei Mahlzeiten? Sag mal. So. Die Dinger nerven am mindestens am beschissensten. Ja, da Hilfe ist unterwegs. Kollege. Tot. Ich bezahle schon. Ich bezahle anderweitig, ne? Ein Scharmützler hier mal wieder. Man hat echt eine Reichweite, der Kollege hier, ne? Und das Holzschild geht echt nicht kaputt. Muss man zu sagen. Darf ich hoch? Danke sehr. So. Hat leider nicht funktioniert. Nochmals. Ich probiere einfach aus. Brennt der Typ jetzt oder was? Nö, nicht, ne? Ich vergeude hier Pfeil um Pfeil. Ach, scheiße. Nee, warte. In Stein gemeißelt. Du verdammte Närrin. Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir. Und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl. Jarl Sigurd. Deinem Bruder und Herrn. Das glaubst du, Bassem. Ich glaube, es wird andere Gelegenheiten geben. Wir können unser Versprechen halten und den Stein finden. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort. Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen.
Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Bleib hier und beweine dein Schicksal, Bruder. Ich habe ein Versprechen zu halten. Und das werde ich auch tun. Du hältst zu große Stücke auf dich selbst, Eivor. Dir fehlt Odins Weisheit. Komm, Basim. Puh. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Unser ganzes Leben lang waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zu Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich werde bald da sein. Sigurd, mein Bruder, du bist in deinem eigenen Sturm gefangen.